Kann ich mir jetzt da unten mal versuchen, die Kiste da zu schnappen? Hier sollte ich vorsichtig sein. Nimm diese blöde Kapuze ab. Ja, hat dich umgebracht. Und der da hinten auch? Ihm ist die Axt ausgerutscht. Ah, so. Interessante Theorie. Hm. Naja, glitschige Finger und so. Ja, ja, schon klar. Und Fiona, wie war heute die Arbeit? Ah, ne, da draußen. Bäume. Ja, einfach draufsitzen und dann hat man immer zwischen den Arschbacken noch ein Auge kleben. Also, boah. Niki, boah. Yikes. Das erinnert mich irgendwie an The Boys. Mit den Superhelden, ey. Oh. Genau, die Alte mit dem Orgasmus. Mögest du zum Festmahl des Allvaters eilen. Ich frage mich nur, ob die eine Benachrichtigung bekommen, dass ich die gerecht habe. Ja. Jetzt, whoops. Einmal da runter. Stressig, über 300 Anrufe und wieder mit einer Kollegin, die die Füße auf den Schreibtisch gelegt hat. Wow. Das ist mal ein hartes Nümmerchen, muss ich sagen. Ein keltischer Helm, cool. Im Klartext, die meiste Arbeit blieb an mir hängen. Ja, war klar. Also bei mir wären die Füße ganz schnell wieder unten gewesen von ihr. Bearbeiten und sich nicht in die Nähe. Wo ich wäre beigegangen und hätte Füße angehoben, sodass sie nach hinten fällt. Macht sie dann nicht nochmal. Ja, packen ist auch natürlich eine Option, ne? Ist auch so eine Funktion. Kommt auch manches Mal sehr gut an. Das Problem ist, sie macht es nicht nur nie wieder, sondern sie kann es nie wieder machen. Ich glaube, zu solch drastischen Mitteln wird Fiona nicht greifen. Ist ihr zu blutig. Sie ist dann nachher wieder diejenige, die es wegmachen muss. Das geht nicht. Ach so, ist im Homeoffice passiert. Okay. Das ist dann natürlich, ja. Ärgerlich. Da kann man dann wirklich nichts gegen sagen oder machen. Na, Trüchen?
fragen, ob sie es auch bequem hat. Das Bild deiner Arbeitsmoral geht an den Chef. Jo, das ist gut. Das ist genial. Das ist super genial. Spielt sie die Ahnungslose. Ja, oh, solche hasse ich ja wie die Pest. Ist das kaputt? Ne? Bist du zu blöd da? Ja, er ist zu blöd. Schatz, das ist gut. Das ist fantastisch. Ach, das ist die Stelle, wo das hier unten ist. Ja, das ist zitatswürdig. Das darfst du sogar ins Zitat reinsetzen. Und schau im Discord nach. Da ist der Befehl auch. Das ist zitatswürdig, ey. Na, das hat sich doch gelohnt für Eisenerz und Leder. Diesen Wachen entgeht nichts. Welchen Wachen? Ich hab alle umgebracht, du Idiot. Wo soll denn da noch? Hä? Soll hier sein? Wüsste der, wo man hochgeht? Ja, das ist selber. Das ist. Was für eine kranke Scheiße. Was soll das sein? Soll dort sein. Thank you.
Okay. Die Kiste musste unsichtbar sein. Wow. Das habe ich auch noch nie erlebt. Willst du denn das jetzt hin? Hier. Kann ich da nicht importen? Nee. Tschüss. Da komme ich irgendwie nicht mit klar. Ja, das ist so wie mit der Scheibe. Seitdem Sherry wieder da ist, funktioniert die eine Rückscheibe wieder. Ey, ich müsste jetzt mal den Heckscheibenwischer benutzen. Wir reiten nicht über das Ding. Wolf, geh mir aus dem Weg. Jim Beam ist schneller. Richtig, es ist Jim Beam. Digga, könntest du doch mal bitte? Danke. Aber über das sofort drüber springen, ne? Manches Mal. Servus. Eivor, du hast dich in Eilech gut geschlagen. Wir marschieren bei Tagesanbruch. Du hast die Ehre, meine Wache anzuführen. Ist Baruts Nachricht nicht angekommen? Wir müssen die Truppen zurückziehen. Diese List ist nur Teil einer größeren Falle, die bald zuschnappt. Barut meint, er kenne diese Könige gut, aber die Kirche hat Fuß gefasst und gedeiht seit der Tage meines Onkels. Die Kirche steckt hinter der Verschwörung. Stand in der Nachricht nichts über Abt Owen? König Neil und König Donal wollten zweifelsohne nur andere beschuldigen. Die Kirche dient oft als Sündenbock. Und was, wenn an Barretts Verdacht doch etwas dran ist? Owen ist der Abt von Armagh, Gottes Stellvertreter in Irland. Ich kann ihn nicht anzweifeln wegen des Wortes eines Freundes. Eines Heiden, meinst du? Warum seid ihr noch hier? Ist meine Nachricht nicht angekommen? Doch, aber König Flan ist nicht überzeugt. Du musst aus Clocha abziehen, mein König. Ehe wir von Owens Heer umzingelt sind. Du bist nicht mein Herr, Barut MacImar. Wenn es ein Heer gäbe, hätten meine Späher... Deine Späher sind tot. Baldas Blut, Flan. Wie viele müssen sterben, ehe du lernst zu vertrauen? Du vergisst dich, Barut. Beschwöre in meiner Gegenwart nicht deine falschen Götter. Hört, was ist das? Owens Wölfe sind angekommen. Ich bin nicht so weit gereist, um in einem Zelt zu sterben. Wir werden angegriffen! Na los! Hey, ich darf wieder meucheln und morden! Ich darf hier nicht erwischt werden. Was? Müssen wir mich arschen? Das heißt, sie nicht erwischt werden. Entschuldigung, Vetter. Lange wird es nicht mehr dauern.
Ui! Böses Ding! Oh, super böses Ding! Sie haben uns umzingelt! Bogenschützen haben Feuer! Sie kommen von den Feldern! Schaltet die Bogenschützen aus! Lasst keinen am Leben! Okay. Ja, laufen kann der sich definitiv abschwatzen. Jo, zwei auf Mal. Haha. Ey, ich will da stampfen. Tschüss. Ich werde nichts sagen, aber habe ich gerade eben den Schwert da komplett durchgejagt, dass sein Kopf noch dran war? Bist du bescheuert? Ich hebe gerade sie auf. Mensch, warum verlieren die andauernd ihre Waffen? Ja, stimmt, die haben es vergessen. Die haben nie gelernt, es festzuhalten. Seid ihr Feinde? Yippie! Kommt mit mir! Ich werde euer Schwert sein! Noch ein Schwert für die. Tralalalala! Ja, sie sind Feuer und Flamme. Nein, du darfst mich nicht Flämmchen nennen. Hier ist dein Schwert zurück. Hier, deins auch. Wieso fallen die denn jetzt auf den Baum? Ich bin so nett und gebe ihnen die Schwerter wieder und dann... Hier, guck mal, deins. Oh, das war das Gesicht. Ich glaube, da bringt das nicht viel. Juhu, Stampfattacke. Hier klebt da hinten was am Arsch. Brenne für mich. Oh, ich bin auch. Ich glaube, der ist hin. Sie abgewehrt. Wir? Ich? Eivor, wo ist Barret? Und ich hatte meinen Spaß. Barret! Kannst du mich hören? Barret Iverson! Oh, ist mein Vetter hin? Du siehst nicht aus wie mein Vetter. Strecke deine Flügel, Sühne. Hast du keine Gold gesehen? Ja, er ging in Richtung des Gehöfts, an den Rand des Dorfes. Jo, nach einer Schlacht trainiert ihr weiter. Das ist fähiger Mann. Sieh mal nach, Sühnen. Na
wieder beim Baum kuscheln. Und mit deinem Vater reden. Eine kalte Hand ergreift mein Herz. Barret! Eivor, ich bin hier. Ein glorreiches Ende findest du nicht. Einer Saga würdig vielleicht. Und du dachtest, ich würde schwach. Niemand kannte deine wahre Größe. Nicht einmal du, lieber Vetter. Du hast an mir gezweifelt. Gut, dass ich doch nie aufgegeben habe. Dein Mut wird nicht vergessen, Barret. Dafür sorge ich. Halte deine Waffe fest, Vetter. Wir sehen uns in Valhall. Siegfried ist mein Valhall, Eivor. Valhall muss kein Ort sein. Vielleicht ist es ein Vermächtnis. Flan muss ihn unterstützen. Er soll es bei Gott schwören. Nichts fürchten die Christen mehr als den Zorn ihres Allmächtigen. Ich sorge dafür. Ja, ist wirklich schade um ihn. Aber bestimmt wieder ein Charakter, den Iggy toll fand.